Und damit ein Hallihallöchen hier zurück auf der Steppenbock. Immer noch dabei unser Wiesel. Ja. Hallo. Der immer noch fleißig die, naja, Schlepper malträtiert in den Berg. Ja. Das kann man so. Ja. Kann man so stehen lassen, ne? Nö. Ja. Ich bin endlich am letzten Feld angekommen mit dem Krautschläger. Das heißt, ich kann unseren Wiesel bald unterstützen. Das ist toll. Da freut er sich schon drauf. Oh ja. Und wie? Er hat dann nur einen Nachteil. Er muss selber abtanken fahren. Na gut, das ist so. Aber dafür sind wir doppelt so schnell. Ja, richtig. Also Nachteil, nein. Nachteil gleich Vorteil. Mhm. Gut, und Hänger leer fahren ist ja auch nicht das Problem, das kriegen wir schon irgendwie auf Kette. Ja, natürlich. Also wenn wir nicht, wer dann? Keiner. Siehst du? Habe ich noch einen kleinen Mann an YouTube-Video gesehen, dass die das schaffen abzufahren. Genau. Obwohl ich da manchmal mich ärgere, dass Curseplane nicht im Multiplayer funktioniert als Abfahrer. Ja, das ist traurig. Und wenn es nur die reine Abfahrerfunktion wäre, wäre egal. Dass du dem sagst, du beladen, Startpunkt, abfahren, tschüss. Genau. Dass du zwar selber hinfahren musst zum Abbunkern, aber der dann vollautomatisch sich vom Acker macht. Auf jeden Fall, das wäre toll. Aber nein. Nein. Soweit ist Perspay halt noch nicht. Nein. Computer sagt nein. Ja. Und wenn wir die Kartoffeln durch haben, können wir uns nochmal an unser Gras begeben. Schmaden, pressen, sammeln. Einlagern oder auch nicht einlagern. Dahingehend haben wir uns ja noch nicht wirklich entschieden. Richtig. Vielleicht auch zum Glück, dass wir uns das noch offen halten. Zum Glück, ja. Vielleicht wäre das. Ja. Ja, wer weiß, was passiert. Naja, das ist es ja. Das ist ja der Kern, habe ich jetzt. Kann ja auch sein, dass wir uns ganz umentscheiden. Das könnte natürlich durchaus passieren. Ist entgegen so richtig. Ich meine, ich bin ja froh, dass wir mittlerweile eine grobe Vorstellung haben, wo das, in welche Richtung das Let's Play geht. Ja, da bist nicht nur du alleine vor. Also, ja. Geht mir aber auch so. Ja. Weil da waren wir ja doch recht lange, recht planlos. Da waren wir wirklich planlos, das stimmt. Das ist so richtig. Ja. Und ich will jetzt auf der Stelle einen 6 Meter Krautschläger zusammenklapper. Okay. Boah, mit den 3 Metern Tisch langsam hier machen hier. Irgendwann langt's. Aber ist hier nur noch ein halbes Feld. Na, da geht's doch. Dann komme ich dir zu Hilfe. Das ist toll. Das ist toll. Freust du dich schon, ne? Wie viel hast du bis jetzt runtergerissen? Also jetzt bin ich ja dann mal 4 Bahnen gefahren. Du machst jetzt über GPS. Ja, naja. Alles andere ist, Krütze. Ist schön, wenn der GPS-Kurs nicht durcheinander kommt, ne? Mhm. Weil wenn du den Krautschläger vorne drin hast, kommt der immer so schön durcheinander. Ja gut, das ist schlecht.
Die Felder sind die gedüngt worden nochmal, ja, ne? Ja, ja. Achso. Okay. Die sind gedüngt. Das ist gut. Also sollte hier eine ganze Menge da rauskommen. Ja, aber nicht nur wegen dem Düngen, auch wegen den Flügen. Flügen gibt ja auch nochmal, ich glaube, 10% mehr Ertrag. Ah ja, stimmt, ja, da war ja was. Und dann sind die auf 100% gedüngt, sind wir schon bei 110%. Ja, das macht sie bemerkbar. Sollte. Dann willst du mal annehmen, ne? Im Bestfall. Dafür haben wir beim Gas nicht so viel rausgekriegt. Nee, da war Niese. Alter, das wird schon für 2-3 Ballen reichen. Besser wie nicht. Eben. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Achso, und für meine Leute auch irgendwann mal die Info. Bei mir stehen nur noch Folgenzahlen aus dem einfachen Grund. Ich weiß nicht mehr, was ich da hinschreiben soll. Es wiederholt sich alles einfach nur noch. Wenn irgendwas Lustiges oder Besonderes war, dann schreibe ich das schon rein. Aber ansonsten gibt es bei mir nur noch Folgenzahlen. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, ja, sind wir ehrlich, was willst du nach über 100 Folgen LS, was willst du da noch reinschreiben? Naja, das ist, ja, ist schwer. Heute dreschen wir 2 Hektar. Morgen dreschen wir vielleicht 3 Hektar. Hä? Das ist es. Naja, das ist schwer, das stimmt. Gut, dass ich noch keine 100 Folgen fertig habe, von daher habe ich das Problem noch nicht. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, wo ich bin mittlerweile. Keine Ahnung. Ich gerade auch nicht. Aber dürften insgesamt LS schon so um die 150 Folgen sein? Okay. Nee, also da fehlt mir noch ein bisschen was hier. Bis ich da bin. In der LS-Playliste dürften es, weiß ich nicht, 100, 110... Irgendwie so was. Okay. Irgendwie sowas. So ganz safe sind wir uns da aber nicht. Jawohl, ja. Die letzte Bahn gleich. Yay! Yay! Ab Klaus! Für den kleinen Klaus! Oh, von mir aus? Von mir ist auch für den. Ja, also. Er möchte doch auch ein bisschen Anerkennung. Oder willst du den so links liegen lassen? Ja. Das wäre nicht toll. Was hat Klaus bis jetzt hier gemacht? Gute Frage. Ich frage mich mal was anderes. So, jetzt schnappen wir uns den Fendt. Dann haben wir 2 Fendt vor der Grimme. Zweimal Fendt vor 2x Grimme. Passt schon, würde ich sagen, ne? Das ist vollkommen, ja, nicht verkehrt. Dann stellen wir den Johnny noch schön brav wieder dahin, wo er hingehört. Kriegen wir noch Ärger mit Wiese? Oh ja. Das muss ja nicht unbedingt. Ich meine, ich habe den jetzt ungewaschen in die Halle gestellt. Oh, wow. Da gibt es sogar einen Grund für. Einen ganz einfachen. Wir haben keinen
Bingo. Bingo, den muss ich irgendwann nochmal nebenbei mal platzieren. Okay. Nur das ist auf den Höfen hier echt schwer, weil der Modder lässt das nicht zu, dass man dort Sachen platziert. Naja, das ist mies. Und man will ja keine Waschanlage 50 Kilometer weit weg, wenn man sie vor der Haustür braucht. Ist an dem so richtig. Weil selbst wenn ich so oben bei den Rindern irgendwo hinstellen würden, ja, bis zum Hof sähe die Kiste wieder aus wie Sau. Mhm. Richtig. Lohnt also auch nicht. Das lohnt nicht wirklich, nein. Oh ja, ich merke schon. Ich glaube, ich habe nur 120 oder 130 PS. Ich merke das schon. Okay. Jetzt volle Attacke hier. Attacke! Attacke, Attacke, Attacke! Düpti-düpti-dü. Ach ja. Okay. Da kommt er. Männliche Hupe. Ja. Ja. Nein. Nicht so. Wer wirklich männliche Hupe. Nein, nicht diese Reihe. Bist du dir bescheuert? Du sollst doch nicht die Reihen auslassen. Meine Hand. Jetzt. Mensch. Will der wieder eine Reihe auslassen, Drecksau? Na. Kannst doch nicht sehen. Das heißt hier gerade auch kreuz und quer, kann er sein? Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt fahre ich immer schön hoch und runter. Damals, ganz am Anfang, wollte ich kreuz quer fahren. Ohne GPS. Ich seh's. Ja, genau. Du besitzt dieses Feld nicht. Ach, wie ja, habe ich diese Meldung vermisst? Ja. Hey, bleibst du hier? Versuch mal eine aus dem Rumpf zu ziehen. Mach das mal. Bitte. Leg doch, versuch. Richtig. Ja.
bleibst du jetzt bitte mal auf deiner Bahn? Die ich, zumindest auf der, die ich für dich vorgesehen hatte. Ja, das ist. Der will halten. Ja, wenn das Offset so nah an der Kante steht. Das wird ein Weilchen dauern. Jo. Bin ich fest von überzeugt. Ja. Durchaus. Warum mussten es auch Kartoffeln sein? Ja, Zuckerrüben hätten es auch gemacht. Ja. Da wären 4 statt 2 Reihen gewesen. Ja. Tja, aber warum einfach, wenn es schnell ist? Ja. Einfach kann jeder. Und wir wollen doch aus der Masse herausstechen. Ja, ist nur die Frage, können wir den Leuten auch wirklich die ganze Ernte antun? Wir sehen ihn. Also bei mir beschwert sich bis jetzt auch keiner. Also von daher, warum nicht? Boah, die Ecke hier oben hätten wir uns sparen sollen. Ja. War eigentlich jetzt schon wieder? Omi, Kartoffeln sind fertig, kann ernten. Kannst selber aus der Erde holen, die Scheiße. Echt mal, ey. Die Scheiße, du. Hier bleibt sie überall an der Bäume hängen. Mhm. So ein Rotz. Rotz. Ach, du meinst den Stromkasten hier oben? Der ist doch schön, oder? Mhm. So schön, Fehlerplatz.
kannst du schon mal für die Versicherung aufschreiben, da braucht ein Haus neue Kanten, Dachkanten. Okay. Ja, und ich glaube, Daniel, wir können dann mal wieder und so. Ja. Sehr, meine Lieben. Wir ärgern uns dann in der nächsten Folge mal weiter. Ja. Und ja. Ich würde sagen, besucht uns beim nächsten Mal auch gerne. Lasst auch gerne mal ein nettes Schriftstück in den im Kommentarbereich. Würden wir uns drüber freuen. So ist es. Wenn das Ding mal benutzt wird. Und ja, ansonsten schaut doch bei Visa mal vorbei. Der liefert genau eigentlich auch guten Content. Spielt vor allem viel Minecraft. Erfolgreich, so wie ich das mitkriege. Ich brauche hier gleich mal einen Rettungspannendienst, bitte. Okay. Und würde sagen, wir sehen uns beim Retten in der nächsten Folge. Tschüss. Genau. Haut rein. Ciao, ciao.